Okay, genau, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen bei unserem Workshop. Heute wird es hier um das Thema Maoismus gehen. Also der Workshop steht ja unter dem Titel Maoismus, Geschichte, Aktualität und Kritik. Mein Name ist Daniel, ich bin aktiv in der Basisgruppe Dortmund der Linksjugend Solid, bin auch aktiv in der sozialistischen Alternative SAV und versuche euch heute so ein bisschen was über dieses Thema zu erzählen. Entschuldigt so ein bisschen, falls meine Stimme ein bisschen rau klingt, ich war gestern sehr engagiert beim Arbeiterliedersingen dabei. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie kratzig klinge, dann müsst ihr heute mal damit leben. Genau. Ich habe es ja schon mal in so ein paar Ankündigungen zu diesem Workshop gesagt. Man kann sich ja die Frage stellen, warum sollte man eigentlich überhaupt, oder was gibt es für uns für einen Grund, überhaupt irgendwie über Maoismus zu reden? Und ich denke, es ist schon ein sehr, sehr erstaunliches Phänomen, was es in den letzten Jahren gegeben hat, dass es sozusagen so ein Revival oder so ein Comeback irgendwie des Maoismus in Teilen der, ich sag mal, klassischen Anti-Im-Szene gegeben hat. Was es jetzt so, würde ich sagen, vor 10 Jahren circa nicht in der Form zumindest gegeben hat. Der Maoismus war immer ein gewisser Faktor. Den hat es auch vor 10, 15, 20 Jahren auf der Linken irgendwo noch gegeben. Es ist aber zumindest, weiß nicht, ob es nur ein subjektives Empfinden ist, aber es ist schon so, es gibt so ein paar Gruppen. Der Jugendwiderstand ist ja besonders oft in Medien, aber es gibt ja auch irgendwie Rote Arbeiterjugend Magdeburg und was weiß ich, Revolutionäres Kollektiv Flensburg, Junge Arbeiterinnenbund aus Münster und all solche Gruppen, die da irgendwie sozusagen mit zusammenhängen, die sich alle irgendwie positiv auf Maoismus berufen. Und ich glaube schon, dass das für uns der Anlass sein kann, im Rahmen zum Beispiel von so einem Wochenende, von so einem Workshop, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was ist denn das eigentlich, Maoismus sozusagen, was steckt da theoretisch dahinter? Was ich jetzt heute machen werde, ist sozusagen, da kann ich euch direkt beruhigen, es wird kein Workshop, die Geschichte der Volksrepublik China 1949 bis 1976 oder sowas. Ich werde am Anfang auf historische Dinge eingehen, weil ich denke, das ist unvermeidlich, um erklären zu können, wie der Maoismus sozusagen entstanden ist, weil er kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich schilder sozusagen die Entstehungsbedingung des Maoismus, werde danach dann aber sozusagen dazu übergehen, so 4 zentrale Konzepte sozusagen. Also es gibt viel mehr, aber ich habe mir mal 4 Stück ausgesucht, um die vorzustellen, was ist meiner Meinung nach so konstitutiv, was macht den Maoismus irgendwie aus. Und da hangeln wir uns dann ab, da gehe ich dann teilweise auf historische Sachen ein, aber eben auch auf aktuelle Sachen. Also ich habe wirklich versucht, keine Ahnung, ich war auf dem volkdienen.org, ich war beim Jugendwiderstand, war auf Webseiten von irgendwelchen indischen Maoisten, habe mir angeschaut, was so die philippinischen Maoisten sagen und versucht, das so ein bisschen einzubringen. Genau, und da versuchen wir uns da sozusagen auch an aktuellen Sachen abzuhangeln. Ja, es soll kein rein historisch trockener Workshop werden, auch wenn das vielleicht die ersten Minuten ein bisschen so klingen könnte. Und ganz zuletzt, aber vielleicht lasse ich das wegen der Zeit auch, wollte ich so ein bisschen einen Überblick geben, wie steht es mit dem Maoismus heute international auch und in Deutschland, aber vielleicht können wir das auch auf die Diskussion auslagern, weil ich wirklich nicht allzu lange reden will. Genau, ich habe auch so ein paar Schaukärtchen dabei, die werde ich dann sozusagen, das werden nicht alle von euch sehen, aber ich werde die hier vorne so an den Tisch aufkleben. Genau, damit wir ein visuelles Element dabei haben. So, ich würde jetzt also damit anfangen, ein bisschen was zu sagen zu den sozialen Wurzeln des Maoismus. Der Maoismus ist ja entstanden als nationale Spielart der zu dem Zeitpunkt schon stalinisierten, also unter Führung der aus Moskau gesteuerten Dritten Internationale stehenden kommunistischen Bewegung in China ab den späten 1920er Jahren. Die Kommunistische Partei Chinas, KPCH, ist aber nicht entstanden oder gegründet worden als maoistische Partei, sondern das war im Juli 1921, da gab es so ein paar wenige Intellektuelle, vor allem Professoren, Studenten, die sozusagen im Nachgang der Oktoberrevolution in Russland von 1917 angefangen haben, sich mit marxistischen Ideen auseinanderzusetzen. Die haben mit ganz wenigen Leuten, ich weiß nicht, ein Dutzend, es gibt auch so eine Gründungslegende von, die haben sich auf dem Boot im Yangtze getroffen oder irgend sowas, da haben die Kommunistische Partei Chinas konstituiert, gegründet, Juli 1921. Und man muss sich mal vor Augen halten, was waren das für soziale Verhältnisse, unter denen so eine Partei arbeiten musste. Die waren extrem, extrem kompliziert, das können wir uns heute kaum vorstellen. China war bis 1911, also 10 Jahre vorher, eine Monarchie gewesen. Erst in diesem Jahr hat der letzte chinesische Kaiser abgedankt. Das Land ist dann ziemlich zerfallen, also es gab verschiedene Warlords, die Bürgerkriege faktisch geführt haben. Die staatliche Zentralmacht ist immer mehr in sich zusammengebrochen. Seit den 1840er Jahren, also schon seit mehr als einem halben Jahrhundert zu dem Zeitpunkt, befand sich China in halbkolonialer Abhängigkeit. Seit dem britischen Sieg im ersten Opiumkrieg eigentlich in den 1840er Jahren war imperialistische Ausplünderung unterworfen. Damals hatte China ca. 400 Millionen Einwohner, also ein Drittel der heutigen Bevölkerung Chinas. Und davon waren 80% Bauern. Und von 80% Bauern von 400 Millionen waren 9/10 landlose oder landarme Bauern, die unter dem Joch von feudalen Grundbesitzern standen. 85% der chinesischen Bruttoproduktion, von allem, was irgendwie wirtschaftlich in China sozusagen produziert wurde, wurde in bäuerlichen oder handwerklichem Kleinbetrieb hergestellt.
Genau, und diese riesige bäuerliche Bevölkerung, von der ich gerade geredet habe, 80%, die lebte verstreut in ca. 500.000 Dörfern, eine halbe Million Dörfer über ein riesiges Land verstreut. Dann ist es so, dass es zu Beginn der 1920er Jahre insgesamt Leute, die man zur Arbeiterklasse irgendwie breit zum Proletariat zählen könnte, waren 3 Millionen Menschen von 400 Millionen. Das ist weniger, also weniger als 1% der Bevölkerung haben praktisch zur Arbeiterklasse gehört. Und davon müsst ihr euch mal vorstellen, alle in der ersten Generation. Das heißt, ihre Eltern waren selber noch Bauern auf dem Dorf gewesen. Die Kinder sind in die Städte, in die Fabriken gegangen, die gerade neu entstanden sind, wurden zur ersten Generation von städtischem Proletariat in China. Ich finde das auch so ein bisschen witzig, der Satz irgendwie, we are the 99%, der so in der Occupy-Bewegung so aufkam, für chinesische Kommunisten war der einfach falsch. Die hätten praktisch ja fast schon einen Satz aufstellen müssen, we are the 1%, weil die Arbeiterklasse so winzig war. Also wenn man jetzt streng davon ausgeht, dass sie die Interessen der Arbeiterklasse vertreten und so. Die nationale Bourgeoisie in China war extrem schwach. Die entstand eigentlich sogar noch nach dem chinesischen Proletariat, weil es so war, dass die ersten Industriebetriebe in China praktisch von fremdem Kapital, also von ausländischem Kapital, gegründet worden sind. Proletariat und Bourgeoisie waren überhaupt nur in ganz wenigen Küstenstädten in China zusammengedrängt, wo es moderne Industriebetriebe gab. Es gab in diesen Städten einen ganzen Haufen von kleinbürgerlichen Zwischenschichten und der gesamte Rest des Landes befand sich faktisch in fast schon mittelalterlich anmutenden Verhältnissen. In der Situation, vor dem Hintergrund eine proletarische Partei aufzubauen und sich das Ziel zu setzen, die Staatsmacht erobern zu wollen, ist, ich sag mal, kein sehr einfaches Unterfangen. Und trotzdem war es so, dass die KPCH diesen Weg in ihren ersten Jahren aus meiner Sicht relativ erfolgversprechend gegangen ist. Was die gemacht haben, war, sich ganz konsequent auf die wenigen Industriebetriebe zu konzentrieren, die es gab. Die haben Gewerkschaftsgruppen gegründet, die haben Betriebszellen in diesen Betrieben gegründet. Und Anfang 1927, im Frühjahr 1927 war es so, dass die KPCH 58.000 Mitglieder hat. Ist exakt so viel, wie die Linkspartei heute an Mitgliedern hat. Und davon waren 50% Arbeiter und nur 19% Bauern. Was echt krass ist, weil wie gesagt, bei einem Land, wo die Arbeiterbevölkerung wirklich klein ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, die Partei aufzubauen mit 50% Arbeiteranteil und nur 19% Bauern von einem Volk, wo wie gesagt über 300 Millionen Bäuerinnen und Bauern waren. So, das ist die Vorgeschichte und dann gibt es einen großen Wendepunkt. Der hat praktisch alles verändert, wenn ihr so wollt. Und das war Shanghai 1927. Was war da passiert? Im März und April 1927 haben die Shanghaier Arbeiter unter Führung der Kommunisten, der Kommunistischen Partei, die Stadt durch Generalstreik, durch verschiedene Betriebsbesetzungen faktisch unter ihre Kontrolle gebracht. Ja, für ein paar Wochen lang war Shanghai praktisch eine Art Kommune, also unter Führung der Kommunisten und der Arbeiterklasse in Shanghai. Am 12. April 1927 sind die Truppen von Chiang Kai-shek, das war der Führer der Nationalisten in China, der Kuomintang, ist da einmarschiert und hat einen Riesenmassaker an denen begangen. Der hat tausende Kommunisten abgeschlachtet. Es gibt Fotos davon, wie die wirklich die Leute auf den Straßen aufgegabelt und zur Exekution direkt auf der Straße geführt haben. Also blutig niedergeschlagen. Und jetzt ist die Frage, wie geht die KPCH damit um? Was für eine Schlussfolgerung zieht sie daraus? Und was sie gemacht haben war, okay, wir ziehen uns jetzt komplett aus der Stadt zurück, gehen in rückständige ländliche Agrargebiete, orientieren auf die Bauernschaft und bilden eine Bauernpartisanenarmee aus praktisch, und haben de facto jede Betriebsarbeit in den Städten abgebrochen. Und der Kopf von dieser Entwicklung, weil die ja umstritten in der KPCH, es gab Kräfte, die das wollten und es gab Kräfte, die das bekämpft haben. Der das wollte und durchgesetzt hat, war Mao Zedong. So, da begegnen wir dem Namen das erste Mal. Das Bild ist aus den 60ern, der sah dann damals jünger aus, ja. Aber das war praktisch Mao. Der stand wie kein Zweiter für diese Orientierung auf, wir gehen jetzt in, sozusagen, wir gehen aufs Land. Und dann hat sich ein rapider sozialer Wandel in der KPCH vollzogen. Zum 6. Parteitag der KPCH, der war im Sommer 1928, erinnert euch an die Zahlen eben, 50% Arbeiter, 19% Bauern. Die Mitgliedschaft war viel kleiner nach dem Shanghaier Massaker, muss man dazu sagen. Aber da bestand die KPCH zu 76% aus Bauern und hatte jede Verbindung in die Industriearbeiterschaft verloren. Noch schlimmer wurde es ab Mitte der 30er Jahre. Jetzt noch ein letzter kleiner historischer Input praktisch. Chiang Kai-shek hat dann versucht, die Kommunisten einzukreisen. Die haben sich dann aufs Land zurückgezogen, haben so ein Sowjet gegründet, also auch eine von ihnen kontrollierte Bauernregion. Und der hat sie militärisch eingekreist faktisch. Die wären vernichtet worden, wären die da geblieben. Und dann kam das, was bis heute in der Volksrepublik China so ein Staatsmythos ist, der sogenannte Lange Marsch. Die haben sich zurückgezogen in so einem großen Bogen nach Nordwestchina, eine extrem rückständige Region, nämlich nach Yan'an. Das war 1934-35. Und da haben sie sich dann für 10 Jahre lang eingeigelt in Yan'an. Da war das Hauptquartier der KPCH, da hat Mao, da hat Zhou Enlai, die ganze Führungsriege der KPCH, die später den chinesischen Staat lenken sollte, die saßen dann da in Yan'an. Wie gesagt, völlig abgeschnitten von den städtischen Industriezentren und in einer unzugänglichen Gebirgsregion. Und das hat die Entproletarisierung dieser Partei noch weiter vorangetrieben.
Sommer 1935 praktisch hatte die KPCA ca. 10.000 Mitglieder. Also seht ihr auch diesen rapiden Mitgliederabfall seit 1927, der sich einfach durch die Veränderungen, also dass sie nicht mehr in den Städten gearbeitet haben und so, dadurch bedingt war. Von 10.000 Mitgliedern 1935, die haben dann praktisch so einen Beschluss gehabt, die nehmen jetzt faktisch jeden auf. Die haben einfach Tür und Tor der Partei geöffnet, haben eigentlich jeden aufgenommen, der irgendwie eintreten wollte. Bis 1949, also zum Zeitpunkt, als die Kommunisten die Macht erobert haben in China, ist die KPCA auf 3 bis 4 Millionen Mitglieder angewachsen, von 10.000, also keine Ahnung, bin ich gut im Prozentrechnen, massiv nach oben gegangen. Und von diesen 3 bis 4 Millionen waren 90% aus der Bauernschaft und, ich habe mir die Zahlen notiert, 3% aus dem Proletariat. Also die soziale Klassenzusammensetzung der KPCA hatte sich komplett umgekehrt, bedingt dadurch, dass sie eben aufs Land orientiert hat und nicht mehr auf die Städte. Und in dieser Zeit in Jena, bis 1945, da hat sich der Maoismus gebildet. Man könnte sagen, in den 10, 15 Jahren, 1930 bis 1945, da wurde Mao zum Vorsitzenden der KPCA gewählt, ist er dann auch geblieben bis zu seinem Tod, hat einige seiner bedeutendsten theoretischen Schriften geschrieben, gehe ich später im letzten Teil nochmal kurz drauf ein. Und so die zentralen Merkmale des Maoismus als die politisch-ideologische Grundlage der Kommunistischen Partei Chinas hat sich eben herausgebildet. So, und das war's mit dem historischen Input. Also keine Sorge, jetzt gibt's nicht noch mehr irgendwie Lessons in Chinese History, sondern alles, was jetzt irgendwie mit der Machteroberung der chinesischen Kommunisten 1949, mit der großen Sprung nach vorn, Kulturrevolution, was da alles passiert ist, da gehe ich jetzt nicht mehr explizit drauf ein. Da könnte man einen eigenen Workshop zu machen, aber das ist heute nicht das Thema. So, jetzt ist die Frage, was sind das sozusagen für politisch-ideologische Merkmale, die sich in dieser Zeit, in den 30er Jahren, eines davon hat sich erst viel später, 60er Jahren entwickelt, sozusagen, was macht den Maoismus aus? Da komme ich jetzt zum ersten Punkt. Meiner Meinung nach ist der allererste Punkt, was den Maoismus vom klassischen Marxismus unterscheidet, die Bauernorientierung. Und dass der Maoismus darauf orientiert, eine Bauern-Partisanen-Armee aufzubauen. Das nennen Maoisten dann ganz pathetisch den Volkskrieg. Das machen die auch bis heute, das machen alle Maoisten. Hier habt ihr ein Foto zum Beispiel von, ja, sieht man jetzt nicht so gut, ne? Aber das sind maoistische Rebellen auf den Philippinen, die sogenannte NPA, New People's Army, Neue Volksarmee. Das ist die Gruppe, die der Jugendwiderstand zum Beispiel abfeiert, diese NPA. Schöne blaue Uniform, haben wir ein Sichel auf dem T-Shirt, alle mit einer Kalaschnikow, irgendwo im Dschungel. So stellen sich das Maoisten vor. Ich pinne das jetzt mal hier an, so interaktiv, wie ich bin. Oh. Oh, jetzt ist die China-Fahne leider lediert. Da kommen wir gleich nochmal zu. So, dann haben wir das später hier ganz übersichtlich vor der rumhängen. Genau. So, was heißt das? Der Maoismus leugnet in der Praxis die führende Rolle der städtischen Arbeiterklasse im Kampf um den Sozialismus. Das war was, wovon Marx und Engels und auch Lenin immer ausgegangen sind. Das städtische Proletariat ist aufgrund seiner Zusammengedrängtheit in den großen Fabriken, die können sich organisieren, die begegnen sich im Arbeitsplatz, sozusagen da ist der Kern, sozusagen, woraus sich irgendwie ein revolutionäres Proletariat herausbilden kann, das die Gesellschaft verändern kann und so weiter. Der Maoismus akzeptiert es natürlich in der Praxis, weil Maoisten sich natürlich für Marxisten halten, er akzeptiert es in der Theorie, in der Praxis, macht er was völlig anderes. Der Maoismus tritt in Ländern und Regionen mit vorwiegend bäuerlicher Bevölkerung auf, in denen oft halbfeudale Abhängigkeitsverhältnisse auf dem Land bestehen, also Kleinbauern in einem ganz großen Gegensatz zu Großgrundbesitzern stehen. Der Maoismus sagt, der Hauptwiderspruch besteht praktisch zwischen, so der Hauptklassenkonflikt irgendwie zwischen Kleinbauern und diesen agrarischen Großgrundbesitzern und man muss dieses Land verteilen. Die Parole des Maoismus ist dabei, wörtliches Zitat, Entfaltung der Revolution auf dem Dorfe und Einkreisung der Städte durch das revolutionäre Dorf mit nachfolgender übergreifender Revolution auf die Städte. Und dementsprechend ist die politische Strategie des Maoismus auch von kleinbürgerlichen und bäuerlichen Taktiken geprägt, nicht von proletarischen. Der Maoismus geht nicht davon aus, dass Generalstreiks, Arbeiterkämpfe, dass das die zentrale Rolle dabei spielt, den Sozialismus zu erkämpfen, sondern der geht davon aus, dass ein Guerillakrieg die zentrale Rolle spielt, den Sozialismus zu erkämpfen. De facto ist das keine proletarische Methode. Ich will euch dazu direkt was vorlesen, damit ihr nicht denkt, ich habe mir das ausgedacht. Die CPI Maoist ist heute eine der dynamischsten maoistischen Parteien, 2004 entstanden in Indien, hat ein Parteiprogramm, kann man sich online auf Englisch als PDF anschauen, von 2004. Die schreibt wörtlich in Punkt 28, Zitat, lauscht die Ohren, spitzt die Ohren, nur durch den Aufbau der Volksbefreiungsarmee als bewaffnete Macht des Volkes, durch die Ausweitung und Entwicklung des Guerillakrieges können wir Guerillazonen und Basisgebiete in strategisch günstigen Gebieten errichten. Dort müssen wir die großen Bauernmassen auf den grundlegenden Ausspruch der Agrarrevolution einschwören, organisieren und bewaffnen. Land den Bauern und politische Macht den revolutionären Volkskomitees. Das heißt, es geht dem Maoismus um den Aufbau einer Bauernpartisanenarmee, die in einem lange Jahre währenden Guerillakrieg praktisch vom Land aus die Städte einkreisen und erobern soll. Und dafür ist es notwendig, so in der Erklärung, die die deutsche Sozialistische Linke, eine
maoistische Gruppe aus Hamburg, die diese dem Volkedienen.org Seite herausgibt, die hat 2017 zum Beispiel eine Erklärung veröffentlicht, wo sie, also von Maoisten aus Lateinamerika, aber das schreiben zum Beispiel auch, das Hauptziel bestehe darin, militarisierte kommunistische Parteien zu konstituieren oder zu rekonstituieren. Also die glauben, man braucht eine militarisierte kommunistische Partei, die diesen Volkskrieg aufnimmt, die in ländlichen Gebieten eben anfängt, Bauern zu organisieren und bewaffnet gegen die Staatsmacht ins Felde zu führen. Dementsprechend ist klar, Maoisten lehnen meistens bürgerliche Parlamentswahlen ab. Der Jugendwiderstand macht regelmäßig Wahlboykottkampagnen, Zoll auch, wo sie dann irgendwie, keine Ahnung, linke Logo, NPD-Logo, Grün-Logo und so weiter, ist alles das Gleiche, CDU, SPD, geht nicht wählen, das unterstützt nur die Ausbeuter und so weiter. Also Wahlboykott kann eine Taktik von Marxisten sein, ich habe da nichts prinzipiell gegen. Ich würde ein bisschen in Frage stellen, ob es in Deutschland im Moment die ist. Also es kann Klassenkampfsituationen geben, in denen das gut ist. Ich glaube nicht, dass das im Moment richtig ist, können wir sonst auch nochmal diskutieren. Was damit einhergeht mit dieser Bauernorientierung, ist eine generelle Geringschätzung der städtischen Industriearbeiterklasse. Unterentwickelte Länder mit großer Bauernschaft, die gelten dann als so die Brandherde der Revolution, während Arbeiterinnen und Arbeiter in imperialistischen Industrieländern vom Maoismus, naja, die gelten so ein bisschen als so korrumpiert. Die profitieren praktisch mit von der Ausbeutung der Dritten Welt. Ob die so wirklich das ganz revolutionäre Subjekt ist, steht auch so ein bisschen in Frage. Ich habe ein Beispiel in der Grundsatzerklärung der RIM, Revolutionary Internationalist Movement, was so eine maoistische Internationale war, die sich in den 80ern gegründet hat. Dem ganz langen Grundsatzerklärung hat der Jugendwiderstand dankbarerweise auf Deutsch auf seiner Theorieseite veröffentlicht. Da heißt es zum Beispiel, die Betriebsarbeit von also in den 70ern gab es ja viele so maoistische K-Gruppen in Deutschland, die haben viel Betriebsarbeit gemacht und das wird da kritisiert. Und zwar mit dem Argument, das wäre eine ökonomistische Abweichung, das wäre, Zitat, die Anbetung der Durchschnittsarbeiter und die ausschließliche Beschäftigung mit dem ökonomischen Kampf. Und das kritisieren die eben. Und die Mitarbeiter in großen Gewerkschaften lehnen Maoistinnen und Maoisten dementsprechend auch meistens ab. Also der Jugendwiderstand, so halten jetzt, soweit ich das weiß, auch nicht viel vom DGB, halten den eben für vollständig. Also der ist ja auch größtenteils, die Führung ist bürokratisiert, vertritt pro-kapitalistische Interessen, erkennen aber eben auch nicht an, dass man da mitarbeiten und irgendwie eine Opposition aufbauen muss oder ähnliches. Genau. So, letzter Satz zu diesem ersten Punkt. Die einzige Form von legaler Arbeit, die Maoisten akzeptieren, ist die der sogenannten Massenlinie, auch ein maoistisches Konzept. Was heißt Massenlinie? Ist so ein theoretisches Konzept, geht eigentlich auf Mao zurück. Ich will euch nur sagen, was das konkret meistens heißt. Konkret heißt, dass man baut breite demokratische Vorfrontorganisationen auf, die so ein breites Label haben, im Hintergrund aber von der KP, also von der maoistischen KP geführt worden. Bestes Beispiel, die National Democratic Front in den Philippinen, NDF, ist sozusagen so eine legale Front der CPP, der Kommunistischen Partei der Philippinen. Die treten in den Städten auf, die haben legale Banner praktisch. Im Hintergrund ist einfach eine Vorfront der CPP. Anderes Beispiel, der deutsche Jugendwiderstand. Denn der ist ja eigentlich keine maoistische Partei. Der Jugendwiderstand ist keine maoistische Partei. Sondern sie sagen selbst, sie sind eine Jugendmassenorganisation, die ein Aufbaukomitee für eine KP im Hintergrund hat. Keine Ahnung, wer da drin ist, keine Ahnung, wie es genau ist. So habe ich das verstanden. Ja, das ist praktisch auch eine Art Vorfront, eine Arbeit der Massenlinie irgendwie, dass man diese Arbeit mit dem Jugendwiderstand macht. Das ist eben der erste Punkt. Also das könnt ihr schon mal abhaken. Das ist wichtig. Der Maoismus orientiert auf die Bauernschaft. Und die Bauernschaft ist für ihn wichtig. Und die Industriearbeiterklasse, in der Theorie würde er immer sagen, natürlich ist sie auch zentral für den Kampf um Sozialismus. In der Praxis orientieren sich Maoisten und Maoisten nicht auf die Industriearbeiterklasse. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gleich. Der zweite Punkt, der ganz zentral ist, ist die Etappentheorie. Oder das, was Maoistinnen und Maoisten die neudemokratische Revolution nennen, beziehungsweise, dass sie dann auch sowas wollen wie demokratische Volksrepubliken. Da komme ich jetzt nämlich jetzt drauf. Man denkt, Maoistinnen und Maoisten sind für Sozialismus. Ist eine bisschen schwierige Angelegenheit. Kann man, glaube ich, so pauschal. Also, natürlich sind die irgendwie für Sozialismus, aber die Frage ist, wie wollen die da hinkommen und was für Konzepte vertreten die da genau? Maoistinnen und Maoisten treten nicht unmittelbar für eine sozialistische Gesellschaft ein, sondern was die sagen ist, sie wollen eine neudemokratische Ordnung oder sogenannte Volksdemokratie, in die dann auch andere Klassenkräfte eingebunden werden. Mao schreibt dazu wörtlich in einem Artikel von 1939, die chinesische Revolution, die Kommunistische Partei Chinas, ich zitiere jetzt aber wörtlich, ist ein Mao-Zitat, Zitat, da die chinesische Gesellschaft immer noch eine koloniale, halbkoloniale und halbfeudale Gesellschaft ist, da die Feinde der chinesischen Revolution in der Hauptsache weiterhin der Imperialismus und die feudalen Kräfte bleiben, da die Aufgaben der chinesischen Revolution, die auf den Sturz dieser beiden Hauptfeinde gerichtete nationale und demokratische Revolution sind, wobei an dieser Revolution zeitweilig auch die Bourgeoisie teilnimmt, ist die Spitze der Revolution, selbst wenn die Großbourgeoisie die Revolution verrät und zu ihrem Feind wird, nicht gegen den Kapitalismus und das kapitalistische Privateigentum schlechthin, sondern gegen den Imperialismus und den Feudalismus gerichtet.
Und jetzt wird es noch besser. Mao hat ein Interview zu einem US-Journalisten 1945 gegeben, wo er was richtig Spannendes dazu schreibt. Zitat, wörtlich, das fand ich echt beeindruckend. Zitat, in wirtschaftlicher Hinsicht werden wir uns von der UdSSR, also der Sowjetunion, unterscheiden. Zwischen uns und der UdSSR wird es aber auch auf politischem Gebiet Unterschiede geben. Wir wollen in keiner Weise eine Politik der Diktatur des Proletariats einleiten. Faktisch bejahen wir die freie Konkurrenz und das Privatunternehmertum für die Bereiche des Handels und der ausländischen Kapital, des Handels und der Industrie, werden wir in unserem Herrschaftsgebiet in gegenseitigem Einvernehmen ausländische Kapitalinvestitionen zulassen und begrüßen. Wir begrüßen das Erscheinen von Ausländern und ausländischem Kapital in China. Was die Art der Regierung betrifft, werden wir uns auch in dieser Hinsicht von der UdSSR unterscheiden. Unserer demokratischen Regierung werden Gutsbesitzer, Kaufleute, Kapitalisten, Vertreter der Bourgeoisie, Bauern und Arbeiter angehören. So, und das ist schon krass, ne? Also der Satz irgendwie, wir unterstützen die freie Konkurrenz und das Privateigentum. Wir wollen keine Diktatur des Proletariats, also keinen Sozialismus, keine Arbeitermacht. Ist schon ein krasser Satz. Man muss sagen, diese Etappentheorie, die hat der Maoismus nicht erfunden. Die tritt auch in dem auf, was ich als Moskau-Stalinismus bezeichnen würde, also der traditionelle Stalinismus, der sich eben unter Stalin der Sowjetunion entwickelt hat. Aber im Maoismus sind die Etappen, würde ich sagen, noch klinischer voneinander getrennt. Statt proletarischer Diktatur soll es eben eine demokratische Mehrparteienregierung geben, unter Führung der KP. Das Privateigentum an Produktionsmitteln, also privates Wirtschaftseigentum, die Marktwirtschaft werden dabei nicht angetastet. Und dieses Konzept wurde auch historisch in die Tat umgesetzt. Also nach 1949 in China war es so, dass es bis zur Vollverstaatlichung der Wirtschaft ein paar Jahre später sozusagen, dass man ja diese neue demokratische Ordnung durchsetzen wollte. Ihr kennt ja die chinesische Staatsfahne, die sieht so aus, ne? Das ist die bis heute die Fahne der Volksrepublik China. Was meint ihr, wofür diese kleinen vier Sterne hier stehen, die so halbkreismäßig, oh sehr gut, eine Meldung, Max, ja? Die Arbeiter, die Bauern, die Intellektuellen und die patriotische Bourgeoisie. Faktisch richtig, genau. Die kleinen vier Sterne stehen für den Block der vier Klassen. Der Block der vier Klassen besteht aus Arbeitern, Bauern, Kleinbürgertum, also ja, sowas wie Intellektuellen, und den nationalen Kapitalisten oder der patriotischen Bourgeoisie. Den Teilen der Bourgeoisie, die aus Sicht der Maoisten nicht mit dem ausländischen Kapital verbandelt sind, die nicht Compradoren-Bourgeoisie sind, das ist so ein Begriff, der Maoismus dafür hat, sondern die sozusagen einheimisches Kapital sind, die eine demokratische Revolution unterstützen könnten. So, und das ist der Block der vier Klassen. Und diesen Block der vier Klassen statt Diktatur des Proletariats haben die Maoisten dann eben versucht umzusetzen. Dieses Konzept neudemokratische Revolution vertreten alle maoistischen Parteien bis heute mit völlig fatalen Auswirkungen für ihre praktische Politik. Die philippinische KP, nochmal, die Mutterorganisation des Jugendwiderstands, fordert durch ihre Vorfront NDF, ne, National Democratic Front, die hat so ein 12-Punkte-Programm und darin fordert sie unter anderem für die Zeit nach dem Sieg ihres Volkskrieges eine, Zitat, demokratische Volksrepublik und eine demokratische Koalitionsregierung, in der das private Unternehmertum nicht angetastet wird und es eine, wörtliches Zitat, Mixed Economy gibt. Zitat, solange sie der sozialistischen Transformation nicht im Wege steht. Was auch immer das heißen mag. Ja, und ich denke mir, Mixed Economy, also man sollte echt mal ein paar Maoisten damit konfrontieren, dass das so viel sie da eintreten, irgendwie Mixed Economy, das klingt meiner Meinung nach, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, aber das klingt mehr nach Sarah Wagenknecht irgendwie und dem, was sie über Ludwig Erhard und so erzählt und sozusagen, wir müssen das Staatseigentum sozusagen zwar in Kernbereichen durchsetzen, aber an sich ist die Marktwirtschaft gar nicht so schlimm, wir wollen die Marktwirtschaft eigentlich beibehalten und kleines Kapital ist eh eigentlich ganz gut. Ne, das klingt eher danach als nach Bolschewismus. Und wie gesagt, das fordern die. Punkt 34 vom Parteiprogramm des CPI Mao ist, sagt, wir brauchen einen demokratischen Volksstaat, der eben auch nur imperialistisches Kapital enteignet, die nationale Bourgeoisie aber unterstützt. Und dann muss man sich anschauen, wohin führt diese Politik praktisch. In Nepal war es so, dass 1996, also auch gar nicht so lange her, ein bisschen mehr als 20 Jahre, da haben die Maoisten eben einen Volkskrieg eingeleitet auf dem Land, also die damalige maoistische Partei, CPN Maoist. Dann plötzlich 10 Jahre später, 2006, ein blutiger Volkskrieg auf dem Land, eine Guerilla-Armee, ein paar Schlachten mit Sicherheitskräften und so weiter, haben sie plötzlich, da gab es so eine demokratische Bewegung, die hat die Monarchie abgeschafft in Nepal. Dann haben die Maoisten auf einmal gesagt, okay, neue Situation, es gibt keine Monarchie mehr. Wir schließen ein Friedensabkommen ab, haben ein Friedensabkommen abgeschlossen, ihren Volkskrieg eingestellt, haben eine 7-Parteien-Koalition mit bürgerlichen Kräften gebildet, die ein paar Jahre vorher noch ihren Volkskrieg geführt haben und haben 2008 dann den Premierminister von Nepal gestellt, der jetzt mit irgendwelchen Luxuskarren und im Staatsflugzeug praktisch durch die Welt fliegt, der ehemalige maoistische Rebellenführer, der sich immer noch für einen Marxisten hält. Man muss dazu sagen, diese maoistische Partei ist dann fusioniert mit einer eher klassisch-stalinistischen Partei. Die haben jetzt beide zusammen fast eine Zweidrittelmehrheit im nepalesischen Parlament. Wenn wir revolutionäre Marxisten eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hatten, ihr könnt euch vorstellen, was wir alles durchsetzen würden.
Ich habe nichts davon gehört, dass es in Nepal bisher irgendwie Sozialismus gibt. Gut, ich kann euch auch sagen, in Nepal wird man nicht alleine Sozialismus, völlig ausgeschlossen, dass man jemals alleine Sozialismus aufbaut. Aber wären die da wirklich die Schritte gegangen für eine irgendwie sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft, was hätte das für Auswirkungen auf Indien, wo es Millionen von verarmter Landbevölkerung und städtischer Arbeiterklasse gibt? Was hätte das für Auswirkungen auf China gehabt und so weiter? Alles nicht passiert. Faktisch wurden die maoistischen Rebellen einfach zu bürgerlichen Politikern. Und aus meiner Sicht ist das das Resultat aus dieser Politik von neudemokratischer Revolution. Die wollen keine sozialistische Revolution, sondern neudemokratische Revolution. Zumindest in halbkolonialen Ländern. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Maoisten in diesen in imperialistischen Ländern werden sie dann wohl für sozialistische Revolution eintreten. Aber de facto sind Maoisten in imperialistischen Ländern nie sehr stark. Ist ja auch klar, weil es hier keine große Bauernschaft gibt, weil die einfach nicht die sozialen Bedingungen vorfinden, unter denen sie groß wachsen können. Ich weiß auch nicht, was für eine konkrete Politik die dann hier machen würden. Und mit der FDP koalieren, mit den Grünen koalieren, keine Ahnung. Das ist ja dann hier ihre liberalen Kapitalisten. Finde ich schon echt seltsam. So, das war Punkt 2. Also wir haben jetzt Orientierung auf die Bauernschaft und die wollen nicht direkt Sozialismus zumindest, sondern die wollen eine neue demokratische Revolution oder Volksdemokratie oder demokratischen Volksstaat, was auch immer. So, jetzt kommen wir zu Punkt 3, bisschen kürzer. Maoistinnen und Maoisten vertreten die These vom sogenannten Antirevisionismus, beziehungsweise sehen sich als Antirevisionistinnen und Antirevisionisten und haben eine große Gegnerschaft zu dem, was sie Sozialimperialismus nennen. Hefte ich euch auch mal an. Dieses Konzept ist eigentlich nicht aus der Zeit in Jena, ist nicht in den 30ern entstanden, sondern erst in den 60er Jahren, nachdem die chinesische Staats- und Parteibürokratie, die in China an der Macht war, sozusagen in Konflikt mit der Sowjetunion geraten war. Und ja, ist sozusagen ein zentrales Konzept des Maoismus. Was heißt das? Maoisten und Maoisten betrachten sozusagen die Sowjetunion nach 1956, halten sie für einen sozialimperialistischen Staat oder für revisionistisch degeneriert irgendwie. Sie sagen, nach dem 20. Parteitag der KPDSU, wo praktisch mit der Politik Stalins gebrochen wurde und Khrushchev als neuer sowjetischer Generalsekretär, intronisiert wurde, könnte man sagen. Seit dem Zeitpunkt war die Sowjetunion praktisch kapitalistisch und hat sich außenpolitisch imperialistisch verhalten und wurde praktisch von einer Clique von Revisionisten regiert. Später erklärten sie dann diesen sowjetischen Sozialimperialismus sogar zu einem der Hauptfeinde der Völker. Xu Enlai, der ein sehr wichtiger maoistischer Politiker in China unter Mao war, hat sogar 1973 mal, die New York Times hat darüber einen Artikel geschrieben aus den 70ern, auf einem chinesischen Parteikongress gesagt, dass die Sowjetunion innenpolitisch eine faschistische Diktatur entwickelt habe. Ich bin der Meinung, dass, also erstmal diese Politik ging dann auch mit einer außenpolitischen Öffnung gegenüber dem Westen und dem US-Imperialismus einher. Es war zum Beispiel so, dass die Maoisten, China hat die pro-westlichen UNITA-Rebellen in Angola im Bürgerkrieg unterstützt gegen pro-sowjetische Kräfte, also an der Seite der USA faktisch. China hat die Mujahideen in Afghanistan unterstützt gegen die Sowjetunion, da war Mao schon tot, muss man dazu sagen, aber es ist eine Fortsetzung dieser Politik. Und was richtig krass ist, es gibt Gesprächsprotokolle von Mao, zum Beispiel mit Gerald Ford, der ja in den 70ern US-Präsident war. Kann ich euch mal den Link schicken, wenn ihr wollt. Also wirklich ein eingescanntes Gesprächsprotokoll von irgendwelchen US-Dolmetschern, die da dabei waren, wo er sich darüber freut, dass die portugiesische Revolution 1975, die Nelkenrevolution, gescheitert ist, weil er sagt, das ist gut, weil dadurch der sowjetische Einfluss in Europa gehemmt wird. Und so, das ist offen konterrevolutionär. Also egal, was man von der Führung, die ist ja auch gescheitert in der Nelkenrevolution, hatte keine bolschewistische Führung und so, aber also sich gegen so einen revolutionären Prozess zu positionieren mit dem Argument, dass das den Einfluss der Sowjetunion hemmt, ist eine offen konterrevolutionäre Tat. So, der Maoismus konnte das eigentlich nie theoretisch erklären. Der Maoismus hat praktisch keine theoretische marxistische Erklärung dafür, wie die Sowjetunion von einem angeblich gesunden sozialistischen Staat unter Stalin praktisch über Nacht, okay, über ein paar Jahre hinweg, zu einem kapitalistischen Land werden konnte. Das ist auch offensichtlich Unsinn, der auch mit einer marxistischen Analyse überhaupt nichts zu tun hat. Es ging der chinesischen Führung meiner Meinung nach einfach darum, ihre realpolitischen Kontrahenten auf dem außenpolitischen Feld sozusagen, wenn ihr so wollt, auch in der Sprache und im Bereich der Theorie praktisch einfach zu diskreditieren und ihnen die Legitimation abzusprechen. Ich bin der Meinung, da kann man Parallelen erkennen zur Stalinzeit in der Sowjetunion. In den Moskauer Prozessen war es ja auch so, dass man die Gegner Stalins, denen einfach irgendwas an den Kopf geworfen hat, das Unsinn, das war irgendwie Nazi-Kollaborateure, das waren Faschisten, was weiß ich. Mao hat praktisch diese Methode übernommen, einfach auf die Sowjetunion angewandt. Er hat einen Konflikt mit der Sowjetunion, offensichtlich muss die Sowjetunion irgendwie, wie gesagt, Zitat Xu Enlai, eine faschistische Diktatur sein, sozialimperialistisch, einer der Hauptfeinde der Völker und was weiß ich alles. Und wie gesagt, es gibt keine überzeugenden maoistischen Analysen, die irgendwie argumentieren könnten, warum die Sowjetunion auf einmal kapitalistisch gewesen sein soll. Es gibt Versuche, aber überzeugend ist das nicht so wirklich. Das ist der
Achso, ich hatte auch ein Bild dazu übrigens. Hier seht ihr jetzt mal, damit hat es angefangen. Ne? Mao hat sich mit 1972, glaube ich, mit Richard Nixon getroffen, damals auch US-Präsident. Genau, und da fing so eine wirklich enge Kooperation zwischen den USA und der Volksrepublik China an. Er ist auch sehr anti-imperialistisch, wie man hier auf diesem Bild sieht, der Maoismus. So, und dann, Zeit ist jetzt schon fortgeschritten, wie lange rede ich eigentlich schon? 30 Minuten, ja gut, dann bin ich gleich praktisch fertig. Uhrzeit 11.03 Uhr, das passt auch. genau, eine vierte, und da werde ich jetzt nicht so lange drauf eingehen, sozusagen, der Maoismus entstellt den Marxismus auch auf theoretischer Ebene. Das versuche ich jetzt mal zu erklären. Ich hefte das auch mal hier an, wenn das noch irgendwie... Oh, das passt ja. Passt das noch? Ja, okay. Mach ich mal hier. Genau, wartet mal. Ah ja. Genau, also ich will da nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist so, dass auch im Bereich der marxistischen Philosophie der Maoismus die Ideen und Methoden von Marx, Engels und Lenin ziemlich, naja, verändert, könnte man sagen. Oder seltsam auslegt. Mao hat vielfach zugegeben, dass er eigentlich von marxistischer Theorie auch nicht so wirklich viel Ahnung hatte. Es gibt mehrere Textstellen, wo er das sozusagen erklärt. Ich kann euch ein Zitat aus der Zeit der Kulturrevolution vorlesen. Da hat er gesagt, Zitat, als wir unsere Revolution ins Werk setzten, hatten wir keine Berührung mit dem Marxismus-Leninismus. Wir hatten es mit dem Opportunismus zu tun. Als ich jung war, hatte ich nicht einmal das Kommunistische Manifest gelesen. Tatsächlich ist es so, dass der Maoismus sozusagen marxistische Ideen und vor allem auch marxistische Begrifflichkeiten mit einer Vielzahl von anderen geistigen Strömungen vermischt hat. Darunter mit dem Konfuzianismus. Konfuzius war so ein traditioneller chinesischer Philosoph. Bestimmten chinesisch, also spezifisch chinesischen sozial-utopischen Ideen. Da kommt diese ganze Bauernideologie, dass die Bauern, ein bisschen wie mit den Narodniki in Russland, die Bauern auf dem Land stellen so ein bisschen die ungebrochene Tradition von Kollektiv da, das irgendwie gemeinschaftlich wirtschaftet und so, von bestimmten nationalistischen Ideen, von sinozentristischen Ideen, von bürgerlich-demokratischen Ideen, zum Teil sogar anarchistische Einflüsse, all das vermengt der Maoismus zu einem bestimmten Theorie-Gemisch, was eine ziemlich witzige Angabe ist, die ich beim Recherchieren gefunden habe. Jemand hat sich in den 70ern irgendwie so ein DDR-Historiker oder DDR-Philosoph oder sowjetischer Philosoph hat sich mal hingesetzt und sich angeschaut in den vier ersten Bänden von Maos ausgewählten Werken, die umfassen den Zeitraum 1926 bis 1949, also den Zeitraum, wo der Maoismus sich herausgebildet hat, stammen von allen Zitaten und Quellennachweisen in diesen vier Büchern, also den Schriften von Mao, stammen 50% aus der traditionellen chinesischen Philosophie, also da zitiert er Leute wie Konfuzius zum Beispiel, 24% der Quellennachweise und Zitate stammen aus Arbeiten Stalins, 18% aus den Schriften Lenins und nur 4% aus den Werken von Marx und Engels. Mao hat praktisch sein gesamtes theoretisches Wissen über den Marxismus aus zwei Schriften von Stalin bezogen, nämlich Grundlagen des Leninismus und zu den Grundfragen des Leninismus, Anfang der 20er Jahre. Der hat praktisch seinen Marxismus aus Sekundärliteratur gelernt.